Hallihallo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem alten Video. Nein, es ist natürlich ein neues. Aber, ja, herzlich willkommen. So, wir spielen heute. Wir spielen Shadow Assassin. Alter, ich habe gerade gegessen. Eigentlich sollte ich nicht so viel Energie haben. Und ich habe auch keinen Kaffee getrunken. Gleich trinke ich jetzt Kaffee. Leute, so bin ich ohne Kaffee. Stellt euch das mal vor. Ja, boah, ich bin voll schnell. Pogomene.de. Sammel-Essenz-Schlag. Okay, das war schon genug. Wir spielen Assassin und zwar auf Shadowy. Allerdings gibt es ein Foreshadowing. und zwar folgendes. Deren Team... Also erstmal, warum spiele ich Kane? Kane wurde gebufft. Ich mag Kane. Kane wurde gebufft. Cool, cool. Kannst du mir bitte helfen, Mrs. Nami? Gegen das Gegnerteam sollte man kein Shadow spielen. Sollte man nicht. Schlecht für Shadow, schlecht für Shadow, schlecht für Shadow, weil sie Stundenglas kauft und tanky ist. Und Leona, schlecht für Shadow. Vielleicht überlege ich es mir doch noch. Mal gucken, wie das Game so läuft. Aber, diesmal mache ich keine Würfel. Letztes Mal habe ich Würfel gemacht und 40 HP verloren, irgendwie hatte ich das Gefühl. Ja, Shadow, Leute, wann Shadow, wann Darkin, immer Shadow, immer Darkin, aber... Shadow macht halt mehr Spaß, muss man einfach sagen. Shadow macht mehr Spaß. Das ist der einzige Grund für Shadow. Aktuell, warum ich hier Shadow picken würde. Eigentlich jeder, der hier Shadow pickt, ist ein Retard. Aber, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das Game, also wir müssen mal gucken. Allerdings, was ich mir für meinen Kane vorgenommen habe, ich möchte viel ganken, mehr ganken. Ich bin immer so ein Farmlord. Und ich glaube, wir möchten versuchen, ein bisschen mehr zu ganken. Das heißt, ich könnte jetzt den hier smiten und ganken, aber ich glaube, wir smiten die Golems. Und ganken nach Ghoul. Ja, nee, wir brauchen eh Level 4, ne? Level 3 meine ich. Pardon. Also wir brauchen Level 3 und dann könnten wir ganken. Das wäre so ein guter Deal. Hab aber schon meine Pots raus. Aber ein bisschen HP kriegen wir ja noch. So, jetzt gehen wir mal die W. Die wurde ja gebufft. Der Slow ist jetzt stärker geworden. So, hier kiten wir die ein bisschen. Dann verlieren wir vielleicht nicht ganz so viel HP. Autotech. Autotech. Ja, das geht eigentlich. HP-technisch geht es durch. So, wir könnten jetzt Top-Lane ganken. Rein in der Theorie. Allerdings ist sie Level 2. Und das ist ein Darien. Wenn sie Level 3 werden würde irgendwann. Jetzt wäre eigentlich ein guter Moment. Magic. Moments. Jetzt. Go for this. Omoe. Go, 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 go. Ein bisschen Essence nehme ich auf jeden Fall. Wir machen da jetzt eine schöne W. Der Slow ist drauf. Auto-Tech. Okay, was ist hier los? Wir machen mal erstmal kurz den Out. Habe ich überhaupt eine Essence bekommen? Ja, also durch die W, aber mehr nicht. Bruder, ich glaube, er ist stärker als ich. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ja, er ist viel stärker als ich. Und er killt mich auch noch. Vielleicht Flash hinterher? Nee. Ja, okay, es war dumm. Ich gebe zu. War dumm. War dumm, war dumm, war dumm. Ah! Und er ist schon Level 4. Er hat einfach ein Camp mehr gemacht und hat genauso viel HP wie ich. Ach, das ist doch unfair und fies und scheiße. Ja, Leute, er macht dieses XD. Er denkt jetzt so, er denkt, er ist cool. So, ne? Er denkt jetzt so, wow, XD. Aber... Ich könnte jetzt irgendwie mit ihm diskutieren, so wie ihr das machen würdet. Aber wie ihr das richtig macht, ist Win-Win-Situationsmäßig. Ihr macht jetzt gar nichts. Ihr antwortet auf sowas nichts. Und wenn ihr irgendwann ihn richtig krass tötet oder sein Team oder irgendwas oder gewinnt, dann könnt ihr was schreiben, weil dann habt ihr was in der Hand. Jetzt habe ich nichts in der Hand. Er hat was in der Hand, weil er mich gekillt hat. Ich habe nichts. Das heißt, ich kann diesen Argument-Trade nicht gewinnen. Kann ich nicht. Ja, und nehmen wir an, ich krieg ich krieg nichts in der Hand, dann habe ich wenigstens mich nicht blamiert. Wenn ich ihm jetzt schreibe, ja, du wirst noch sehen, du Lunz, und dann wird er aber nicht sehen, weil ich nochmal sterbe und nochmal sterbe, dann mache ich mich lächerlich. Deswegen einfach nichts schreiben. Einfach nichts schreiben, ne? So, wir machen mal einen Pot rein. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Die Frage ist, was wollen wir machen? Ich wollte ja mehr Gegner. Ab Level 5 gibt es jetzt mehr Essence. Ist ja das Neue. Ne? Das ist also quasi, ab Minute 5, nicht ab Level 5. Also quasi ab jetzt. Wir könnten also jetzt irgendwo was ganken. Wir haben jetzt beide Taunties wahrscheinlich verloren, ne? Der hier ist auf jeden Fall weg. Unten ist wahrscheinlich auch weg. Er wird wahrscheinlich gerade sogar den unteren Taunty... Oh, Darius ist in der Mitte. Nico wird ja auch gebufft. Wir könnten gucken, ob wir dem was klauen, aber weiß ich auch nicht. Au, der ist tot und der Teleport ist jetzt auch nicht der Beste, würde ich sagen. Not the very best. Da, jetzt habe ich was in der Hand, Leute. Jetzt muss ich nur überleben, das wäre wichtig. Komm, lass mich überleben, lass mich überleben, lass mich überleben, lass mich überleben. Ah,
Aber wenn sie noch einen Kill kriegt, wäre... Ah! Oh. Jetzt, also... Jetzt könnte man überlegen, was zu schreiben. Ich glaube, wir gehen erstmal auf AD. Schön AD. Was schreibt sie? Fuck I Blue Kane against Darius in der Momo. Also noch ist hier gar nichts Blue. Das möchte ich kurz highlighten, ja? Hier ist noch niemand Blue. Wieso, vor allem, wieso flamet er mich, wenn er da in der Mitte stirbt? Also klar, er wurde harsch gegankt. Ich mache da jetzt keine... Ich mache jetzt keine Ansage. Wow, you ganked so bad oder so hard oder so. Ne, aber... Also ich mache hier noch gar nichts. Ja, bisher sieht es auch eher aus, wer ist denn alles Fernkämpfer? Fernkämpfer, alle anderen sind Nahkampf. Das heißt, wenn ich wirklich Blue werden will, was ich noch nicht weiß, ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal gucken. So, wir versuchen erstmal kurz ein bisschen zu farmen. Ich würde für Level 6 gehen und dann was ganken. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Das Problem ist halt, ich möchte mit Kane immer viel ganken oder ich möchte lernen, viel zu ganken, aber seine Ganks sind halt schlecht. Er ist halt ein richtig terrible Level 1 Champ, muss man einfach so sagen. Oder Level Early Season Champ, meine ich. Also Fade, ohne Form. Ohne Form, you have no, nothing, Jon Snow. Wir haben halt keine Passive, das ist der große Punkt. Wir haben keine Passive und keine E. Den einzigen Damage, den wir haben, ist durch der Q und durch der W. Also nicht viel. So, ja, ich würde sagen, wir gehen erst zum Red Buff, bevor der gleich geklaut wird. Soll ich mal Botlane ganken? Ich würde gerade echt versuchen, einfach nur zu farmen kurz, bis wir Level 6 sind. Amumu ist schon Level 6. Oh, ich komme sogar durch. Pock. Botlane. Ja, beide haben sich gegenseitig gekillt. Kann sein, dass Amumu mich jetzt counter jungle. Chance ist tatsächlich da. Wir sind jetzt Level 6. Wir gehen da schnell hier mal gucken kurz. Ja, sieht noch gut aus, tatsächlich. So, oben ist Darius. Ja, dann, wenn ich jetzt dafür Darius gehe, werde ich eventuell Level 6. Dann werde ich wahrscheinlich Darken, aber dann gehen wir jetzt auch, glaube ich, Darken. Ich glaube, es wäre jetzt potenziell auch anständig. Ich nehme jetzt einfach das, was ich kriege, Leute. Wir machen den Deal. Klar, ich kann es beeinflussen, aber, ne? Ne, Leben ist hart und hart und hart. Ich habe jetzt nur keinen Red Smite. Das ist ein bisschen kacke. Darken braucht Red Smite. Ich meine, ich kann es für 180er wechseln, aber... Will ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Ich glaube, wir ganken jetzt Darien. Wir machen uns bereit für einen Gank. Ich glaube nicht... Hat er gewartet? Weiß nicht. Wir können ja hier warten, so kurz, so lange. Wir können auch mal kurz gucken, ob hier... Blue Buff ist sogar da. Kann sein, dass Amumu am Red ist. Wir haben ja unsere, unser E. Wir können ja durch die Wand einfach wieder abhauen, wenn jetzt Amumu kommt. Lalalala, ich nehme deinen Blue und mach Mumu Mumu. So, jetzt gehen wir für den Top-Lane-Gang. Wir sind fast Level 7. Ich hoffe, das stimmt noch mit ihm. Amumu ist beim Erddrachen, aber die sind gerade stärker. Ganz ehrlich, ich lasse den Drachen. Ja, ich gebe ihn jetzt auf, aber der ist weg. Ich gehe hier lieber für so einen schönen Darien. Ja, der macht es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich muss das überleben und tune. Nee. Okay, gut, aber ich werde jetzt nicht rot. Oh, Leute, aber... Ich meine, sie hätte nur ein bisschen überleben müssen. Also war das jetzt... Mann, Darken ist so schwach. Erst Level 8. Ja, ich bin Level 7. So schlecht war ich jetzt auch nicht, aber... ich habe halt einfach kein Damage. I know have damage. Okay, es wird eine Darken-Runde, Leute. Wir müssen für Darken gehen. Alles andere wird dumm. Das heißt, wir investieren jetzt sogar 172er hier rein. Und Schuhe. Scheiß auf Pots, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, dieses Game wird... gigantonisch hart, Leute. Wir stehen 0-3. Terror-3. Go Next wird hier geschrieben von Nami. We smell e-girls. Naja, ne? Naja, Leute, mit Darkin könnt ihr alles gewinnen. Wir scalen super, wir sind toll. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt den Rest an Nico aufbaue, werde ich dann trotzdem rot? Eigentlich hätte ich gesagt, ja, aber... Toplane kann ich nicht. Ich glaube, wir gehen für Leona. Leona. Leute, was ist 0-3? 0-3 ist nichts. Für mich ist es nichts. Wir machen das schon noch. Wenn ihr Darken werdet, liegt euch die Welt zu Füßen. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Alles, was ihr euch je gewünscht habt, ist möglich. Wir müssen jetzt nur mal kurz irgendwann unsere Form bekommen. Das ist ja nicht ganz so schlecht, tatsächlich. Miau! Aber da oben, was hätte ich da gerade anders machen sollen? Okay, ich meine, ich war halt 0-2. War das das Problem?
Vielleicht. Just chill and play, guys. Jetzt ist natürlich schwierig, wenn das jemand schreibt, der 03 ist. Aber wenn da jetzt jemand mich flamet, dann müde ich den direkt. Das ist meine, hey, ich geb dir was. Und wenn du mir auch was gibst, also ein Flame, dann bist du raus. Methode. You don't talk, Kent, but a blue cane won't work in this game. I'm not blue? Fragezeichen? Also, ne? Er kann mich nicht... Leute, Regel Nummer 1 für euer Leben. Ihr könnt niemanden für etwas flamen, was er nicht getan hat. Ja, jetzt macht er hier, weil ich... I'm not blue. Leute, zum Beispiel mein Vater hat das immer so gemacht. Der hat mich für immer irgendwas geflamed, so... Wow, ne, für irgendwelche Dinge, wo er wusste, dass ich sie gleich machen werde, aber ich habe sie noch nicht gemacht. Für sowas hat er mich geflamed, legit. Und dann habe ich gesagt, Papa, wenn du smart gewesen wärst, hättest du gewartet, bis ich das, was du denkst, was ich mache, gemacht hätte. Weil dann kannst du mich dafür flamen. Naja, also zum Beispiel, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich soll Wasser runterbringen? Also, ganz einfach. Das ist jetzt nur erfunden. Das war jetzt nicht das, aber... okay, nehmen wir so, wie es war. Wir haben so eine Turbodusche gehabt zu Hause, ne? Und, also eine richtige Turbodusche. Und die muss man abziehen, ne? Und so richtig mit, also, ne, damit das ordentlich ist. Und, nee, das war irgendwas, ich weiß nicht, ich muss es gerade konstruieren. Das hat, war das, ich weiß nicht mehr, was genau das Beispiel war. Es war nicht mit dem, es war irgendwas, womit war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte irgendwas machen, keine Ahnung. Ja? Und, er hat dann auf jeden Fall gesagt, ja, und ich habe gesagt, ja, das, jetzt bin ich total raus, Hilfe. Fucking hell of world. Verdammte Axt im Himmel. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, wärst du smart gewesen, hättest du gewartet, bis ich's nicht gemacht hätte, so wie du ja denkst. Weil dann hättest du mich flamen können. Aber jetzt kann ich einfach sagen, yo, Leute, ich mach das gleich. Ich mach das, ich wollte es genau jetzt machen. So, Leute, seid ihr da? Seid ihr ready oder was? Ready! Ready! Ich bin Darkin und jetzt geht's los! Die Double Kills! Dotsie! Oh, okay, das war unglücklich. Ich bin raus. You see? I'm red! So, und jetzt? Was will er jetzt sagen? Der sein Flame war komplett. Komplett retarded. Full retarded. Flame. So, Botlane, lassen wir mal. Wir gehen mal in die Mitte rüber. Oh ja, Killschmilz, ich sehe da Killschmilz. Ich brauche aber meine E. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
Ne? Sonst habt ihr kein Beweismittel. Wenn ihr denkt, dass euer Freund euren Pudding essen wird, dann wartet, bis er ihn isst. Klar, das ist ein gefährliches Thema. Pudding ist dann eventuell weg. Aber ihr könnt nicht sagen, ja, du wirst ihn essen. Dann sagt ihr einfach, nee, werde ich nicht. Du wirst ihn essen. Nee, werde ich nicht. Ich weiß, dass du ihn essen wirst. Nee, werde ich nicht. Du wolltest doch heute bestimmt zu deinen Freunden gehen. Nee, ich wollte heute einen Abend mit dir verbringen, Schatz. Ich weiß, dass du zu deinen Freunden gehen willst. Nee, hast du einen Beweis? Ich wollte heute einen Schatz mit dir, ne? So. So einfach ist das. So, wir müssen uns jetzt... Was kaufen wir? Wir brauchen, glaube ich... Wir brauchen super krasse Mercury Boots. Aber die krassesten Mercury Boots, die der Händler zum Anbieten hat, brauchen wir in dem Game hier. Also, die müssen so krass sein, die Mercury Boots. Quasi eine neue Phase. Ich glaube, das einzige Problem ist unser Aphelius. Der ist nämlich 1 fucking 6. Das ist so unser einziges Problemchen gerade. Das Ding hier ist weg. Frage ist, gehe ich Toplane oder lieber Mitte? Lieber Mitte. Ne, jetzt gehen wir Toplane, glaube ich. Will ich das hier wirklich? Ich glaube nämlich nicht. Wir müssen natürlich, also Cassio, sie scaled sehr gut. Mit Cassio und mir haben wir ein richtig gutes Late-Game. Twisted Fate ist okay im Game. Aphelius wird irgend... Oh, nice. Nice, das ist es. Nein, fuck. Das Problem ist, bis ich ihn habe, sind seine Mates, glaube ich, da. Würde ich fassbar... Ah, egal, ich töte ihn. Ich muss es tun. Ich muss es einfach tun. Okay. Jetzt, let me out. Geile Welle, geile Welle, geile Welle. Ah. Ich brauche mehr Q-Boots. Ganz, ganz dringend. Ja, ich habe Amumu-Man getötet. Wert war es natürlich nicht, weil mein Team dafür gestorben ist, so ein bisschen. Aber manchmal, it's about sending a message. Nächster Drache ist eher Drache. So, mehr Q-Boots haben wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen... Was kaufen wir? AD, Magic. Magic, AD, Magic. Aber so halt Magic. Also die haben... Die beiden zählen wir zusammen, ist ein APler, vielleicht sogar 0,7, also sie haben 1,7 AP und 2, ich würde sogar sagen 2,5 AD. Also jetzt ein Rüstungsitem wäre besser, oder HP. Rüstung oder HP. Also Nico, wobei man sagen muss, Nico ist relativ big. Aber ist Nico wirklich der Champ, der mich angreift? Vielleicht. Ich meine, okay, wenn ich jetzt eine Spirit Visage kaufe, Heilung ist Heilung. Heilung ist auch gegen Rüstung, muss man sagen, ne? Die Frage ist, was würde ich bei Rüstung kaufen? Eine Thornmail vielleicht? Eine Deadman? Sowas in der Richtung. Ich glaube, Kate... Wobei, jetzt müssen wir wieder andersrum denken. Kate kann ich richtig Smashy-Smash machen. Aber so richtig Smashy-Smash. Ich glaube, wir kaufen uns einen Spirit. Da haben wir nicht gut bedient. Wir kaufen uns einen Spirit und smashen Kate. Smashen die Leber aus Kate raus. Da ist wieder Ammonium. Können wir den nicht hier? Ist doch eine geile Trap, oder nicht? Das, nee, da gehen wir diesmal nicht hinterher. Da lassen wir uns jetzt nicht von unseren Gefühlen leiten. Ne? Ne? Allerdings lässt sich... Leute, seid ihr da? Fucking hell. Ich bin Darkin! Ah! Ja, schön, schön, schön! Da geht noch was. There is something going. Oh, nein, 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 nein. Lava Rudi, was macht der? Was zur... Alles klar, mal. Ich bin tot. Mist. Mist. Dafür habe ich auch noch geflasht. Aber wir traden actually gar nicht so schlecht. Glaube ich. Dafür, dass wir ein bisschen behind waren. Also Cassius ist mein Hoffnungsschimmer. Twisted Fate ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Der hat gerade ein bisschen reingeintet, aber... Ja! Ist Cassio best. Die Cassio ist gut. Eine gute Cassio. Allerdings habe ich Angst vor Darius. Der tötet gleich beide. Lasst am besten ihr Gitter. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Magieresistenz hier gegen die Nico. Ist ja auch HP drauf. Ist schon nice. Das ist nice. Ach so, für Rüstung kaufe ich meistens ein GA auch. Aber nur dann, wenn ich gut im Game bin. So, GA ist sehr geil für Rüstung, aber wenn ihr so 0-12 seid, würde ich es nicht machen. Ich glaube, den Drachen geben wir noch ab, oder? Ist das wichtig, der Drache? Ich glaube nicht. Give Drake and let's contest next one. Ich frage. Jetzt können die sagen, nee, wir contesten den oder nicht. Ich würde sagen, den geben wir noch ab. Weil der ist nicht so wichtig.
So kann mich auch keiner flamen. So, wow, keine Drake Control. Na, so kann ich im Nachhinein sagen, Leute, ich habe gefragt, ihr wolltet alle nicht. Keiner hat gesagt, ja, wir contesten ihn jetzt. Also, weil Aphelios ist halt, meine Botlane sind immer, er ist halt 1-7. Ich würde noch ein bisschen warten. Aber er, naja, farmt tut er auch nicht. So, Drache ist weg. Stellen mal, da steht ein Ward. Ein Ward nie. Das Problem ist, ne, sie hat kein Stundenglas mehr. Und hat auch noch, also, gut, das ist sehr gut. Das heißt, Nico zu getten wäre auch nicht ganz verkehrt. Aber ich glaube, Kate ist so mein Dill. Mein Dill ist Kate-ness. Andoi, andoi, andoi. Andoi, andoi, andoi. Hier ist ein Ward. Okay. Hier ist ein Jump-Hoch-Cut-Over. Können wir den nicht töten? Vielleicht besser. Wir sollen uns jetzt nicht, ja. Da hat er sich ein bisschen gatchen lassen. Ein bisschen gatchen lassen, würde ich sagen. War nicht ganz so nice. Kann ich noch ganz fix shoppen, dann kann ich ein bisschen noch Items kaufen. Okay, die gehen gerade, die gehen zu Baron, glaube ich. Fuck this game. Die gehen auf jeden Fall, es könnte eine Trap sein. Steal, Mr. Kane, ja. Einfacher gesagt als getan, weil ich muss jetzt meine E benutzen, um darüber... Also wir müssen jetzt erstmal die... Weil die sind eventuell hier. Die, ein bisschen Zeit habe ich noch. Jahoo! Und jetzt raus. Na, no, da komme ich nicht hoch, aber ist fein. XD! XD! So, jetzt dürfen wir den natürlich... Ja, perfekt. Das ist kein Best Kane, meine Freunde. Kaney West Best. Von Dr. Best. Schönes Geld fürs Team. XD. So. 7-7 stehen wir. Ist okay. Wir müssen halt nur gucken, dass der reinkommt. Ich, also, ich habe schon viele Tote, muss man sagen. Aber auch viele Kills. Und ein Barry gestealt. Also, Leute, ich bin fein. Wir haben jetzt halt das, wir haben halt jetzt Win-Win. Also klar war das ein Win. Wir haben erstmal sehr viel Geld bekommen und dadurch, dass wir Baron haben, kriegen wir noch mehr Zeit. Weil die jetzt nicht wirklich fighten wollen oder richtig, also sie werden wahrscheinlich schon fighten. Aber, komm, zeig mir, dass du eine Schlange bist. Ja, zeig mir, dass du eine Schlange bist. Ja, ja, schön. XD, könnte man hier wieder machen. Leute, ich möchte nur kurz highlighten, ich bin überhaupt keiner, der Trash-talkt. Aber, wenn der Gegner anfängt, mich zu Trash-talken, dann Trash-talk ich weg. Ich bin, I'm not a trash talker. Not. Absolutely not. Ich bin ein fairer Mensch. Full fair Mensch. Very fair. Full very fair. Boah, die habe ich explodieren lassen. Zappalot, jetzt gehe ich aber durch hier. Zappalot, die ist hier explodiert. Ich bin ein fairer Mensch. Aber if you trash talk to me, you trash talk to the devil. Daken ist broken. Ich bin Daken. Daktovakin, Dovakin, Dadadakin, Daken. Und deswegen spielt er Daken. Weil Daken, Leute, ist broken. Ist wie Ohren auf. Daken ist wie Ohren auf Drogen, auf Steroiden. Kann man einfach so wirklich sagen. Du machst super den krassen Damage, bist unsterblich. Und machst super viel Damage und bist unsterblich. Leute, was geht hier ab? Ey, bei was? Ich habe nicht mehr viel Mana. Deswegen würde ich sagen, töten wir mal eben Nico. Ich habe halt kein Mana mehr. Es wäre gut, wenn wir im Jungle fighten würden. Dovahkiin, Dovahkiin. Oh, das war schlecht. Ich habe halt, ich muss in den Jungle, weil ich kein Mana mehr habe. Ja, ja, Pink, ich habe kein Mana, Burdi. Ich meine, ich kann ihn fighten, ja, aber. Ein bisschen Mana wäre nicht verkehrt, so. Dovahkiin, Dovahkiin. Dovahkiin, Kin, 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 auch der Nähe. Ach komm. Ach, Burdi. Guck mal, pass mal auf. Pass mal auf. Ich bin Daken und du bist Leon. Allerdings, bis ich sie tot habe, kommt wahrscheinlich irgendjemand, oder? Ich meine, guck mal, wenn du low gehst, dann machst du einfach so. Und dann machst du so. Und dann gehst du einfach weg. Ja, okay. Bitte heil mich. Ja, Dick, ja! Und dann. Oh, okay. Ja, ich wollte zu viel. Sind wir ehrlich. Okay, es war dumm. Es war ein bisschen dumm. I get carried away. Gut, aber wir haben wieder viel Geld. Was kaufen wir jetzt? Jetzt ein GA noch. Ein GA und ein Stundenglas. Glas.
Leute, zwar weiß mein Team das, aber ich muss mein Team nochmal darauf hinweisen. Guys, I'm super huge. Und der Twisted Fate hat mich geflamed. Bitte nicht sterben. Mich hat er geflamed, mich! Der Felius ist halt ein Problem, Leute. Der Felius ist ein Problem schon. Leute, wichtig, wait me. Leute, ihr braucht mich. You guys need me. Don't fall. Also Cassio ist auch gut, aber... Leute, ihr braucht... Leute, fightet doch nicht ohne mich. Seid doch smart, so wie ich. Don't be no smart, sage ich auch gerne. Nabadu! 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 Da da du da da da! Dovahkiin! Dovahkiin! Ich bin tot! Stuttlass! Oh Gott, ich bin jetzt auf jeden Fall tot. Aber mein Team kommt. Cassio ist stark. Cassio, du bist stark. Ja, Cassio ist tot. Ja, ich muss auch echt ein bisschen chillen, Leute. Guys, please never fight without me. Ich war zu spät da auch, muss man sagen. Also, der Kampf geht auf mein Team, nicht auf mich. Oh, warum geht der da rein? Ist der Arsch? Leute, lasst das. Der ist Amumu, der geht nicht kaputt. Jetzt habe ich, wie viel haben wir auf GA? 850. Brudi, geh einfach bitte weg. Was ist das für ein Drake? Den brauchen wir. Den will ich haben. Contest that Drake. Guck mal, Leute, ich habe gleich gesagt, er wird itten. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Und jetzt ist er tot. Also er ist an sich nicht schlecht. So, er kann gut moven und gut spielen, aber er ist halt tot. Er ist... Er macht halt auch keinen Schaden so. Das, was er macht, macht halt keinen Sinn, weil er einfach keinen Damage macht. Aber dann haben wir den Drake bekommen. Wenn er wenigstens Damage machen würde, könnte ich sagen, okay, ne, wenn du den dann noch ein bisschen kalt, ist es cool. Aber er wirft mit Trauben auf den Elefanten. So. So, wir fahren mal schnell GA zusammen. Und letztes Item könnte Death Stance werden oder irgendwie sowas. Mal gucken. Mal sehen. Body. Body, 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 Body. Wird er den contesten? Vielleicht. Oh, das ist ein Wort. Ja, ich glaube, ich bin smart und klaue den jetzt und hau ab. Ne, ich gehe einfach weg. Ich bin smart. Never go too greedy. So, wir warten jetzt auf Twisted Wade. Also, ich werde immer für Kate gehen, immer noch. Oder soll ich für Nico? Ne, für Kate. Nico hat aber kein Stundenglas. Ich könnte auch Nico töten. Ich glaube, ich gehe für Kate. Kate ist das Wichtigste. Und ich kann Kate sehr einfach töten, actually. Ich habe aber noch nicht genug für meinen GA. Eigentlich wäre es gut, wenn ich den zum Fight hätte. Oh, das war knapp. Schade, Marmelade. Es war gar nicht so schlecht. 2 für 2. Dafür, dass er im Moment Geld hat, war es okay. Vor allem habe ich jetzt mein GA ready. GA, GA, GA. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich singe, aber irgendwann werdet ihr mich bei DSD Turbostar sehen. So, Ocean Drake ist auf jeden Fall nett. Sehr nett. Vor allem für Darken ist es giga nett. Wenn ich... Ohne Witz, wenn wir die Drachenseele kriegen könnten in diesem Game noch. Ich weiß nicht, ob das Game so lange geht und ob wir noch 3 Drachen kriegen, aber Drachenseele auf Darkin Ocean ist G to the G. Muss ich noch mehr Tank gehen oder nicht? Ich glaube, wir kaufen noch Rüstung. Noch ein bisschen, oder? Wir kaufen erstmal ein Rüstchen, aber ich weiß nicht, ob wir noch mehr Tank gehen. Wir könnten. Also, Option, die wir jetzt haben, ist Death Stance. Thornmail. Oder einen adaptiver Helm oder sowas. Oder ich glaube, das beste Item wäre ein Heckstrinker vielleicht. Ein Heckstrinker wäre auch nicht schlecht. Baron ist da. Ein Heckstrinker würde mich tankiger machen und mehr AD geben. Ja, ich weiß noch nicht. Sie hat immer noch kein Stundenglas. Sehr gut, immer ab und zu mal reinchecken. Stay together. Einen nehme ich. Ich brauche eigentlich keinen Farm mehr. Also ein bisschen klar brauche ich noch Farm, aber... Ja, bevor wir uns teilen, lasse ich das lieber Aphelius. Der braucht nämlich noch deutlich mehr. Okay, Problem ist, Darius ist unten. Machen wir den schon? Nee. Können wir? Ich mach das hier mal weg. Wenn jetzt jemand kommt, dann hau ich ihm aufs Maul. Paul.
So, Caitlyn ist gerade ein Opfer. Wir könnten aber eventuell... Ich könnte Caitlyn von hinten backstabben. Ich glaube, wir gehen für den Backstab-Move. Leute, ich brauche hier ein bisschen Assistance. Guten Tag. Einmal bitte deine Elo. Dovahkiin, 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 gin, gin, gin. So, sie ist tot. Allerdings pusht Amumu Top-Lane. Frage ist, pushen wir weiter Mitte? Ich glaube, ja. Lass einfach pushen, oder Baron? Sollen wir, ich würde sagen, wir pushen einfach. Ich hoffe, dass Twisted Fate gegen Amumu tanken kann, deffen kann. La tua, tu resta. Okay, hat, kann also nicht, gut. Okay, jetzt raus. Ah, was ist das für eine Ohr? Ja, okay. So, gut, wir haben also Inibs getauscht. Der mittlere ist besser als der obere, aber getauscht ist getauscht. Ist jetzt nicht so geil, overall. So, Blue ist Miner, Schminer. Jetzt müssen wir gucken, dass die keinen Baron machen. Ich kann jeden von denen one-on-one fighten. Sogar, okay, Darius ist super fett, aber ich glaube, selbst diesen fetten Darius kann ich fighten. Aber ich will das natürlich jetzt gerade nicht, weil hier viele Gegner sind. Viele Gegner. Sie könnten wir fighten. Guten Tag, einmal bitte deine Elo. Dankeschön. Dankeschön. Schöner Flash. Jetzt kommen natürlich gleich Gegner, aber die töten wir dann einfach. Könnt ihr sie bitte töten? Later. Baron würde ich jetzt nicht machen wollen, weil es nur Leona. Wobei Amomium ist auch dead. Leute, jetzt kommt sie zurück. Ich bin einfach eine Gottlegendenspieler. Ich bin einfach Sis Kane by far. Ah, das wäre... Nee, hätte ich die noch getroffen, dann wäre ich ein Best Kane gewesen. Aber so nicht. Jetzt bin ich tot, glaube ich. Ja, okay, ich hab's geschraut. Schafft ihr den? Nee, okay, ich war dumm. Ich war dumm. Ich war dumm. Das Problem ist, ich bin so stark, dass ich schwach werde. Also ich bin einfach so stark, dass ich halt sterbe. Oder Trades nehme, die... Okay, was brauchen wir hier? Armor. Ich glaube wirklich Armor. Okay, seine Guillotine hat einfach 1000 True Damage gemacht. Aber hier war auch viel... Ich glaube, wenn ich tankiger bin, dann passt das. Ich bin der einzige Tank im Team. Wir haben echt genug Damage, würde ich sagen. Ich gehe einfach Tank weiter. Das reicht. Manchmal muss man... Ne? Manchmal muss man einfach... nur tanky sein, weil Cassio macht unendlich viel Schaden. Und wenn ich länger überlebe und tanke und vielleicht engage, ich kann nicht so gut engage, außer mit Flash. Aber dann ist das schon worthy. Worthy, worthy. Jetzt hätte ich meinen GA verloren. GA gegen Kate ist aber auch echt so ein Ding, ne? Sie macht eine Trap-Runde und ich bin tot. Genauso wie Stundenglas gegen Kate, aber... Ich denke trotzdem, dass GA nicht so schlecht ist. Da muss halt Kate sterben. Ich hätte sie fast haben können. Aber hab's leider doch gestraut. Wir müssen jetzt ruhiger werden, Leute. Ruhiger werden. Level 18 wäre auch cool. Da oben ist er, Mumu. Ich kann den natürlich one-on-one fighten. Die Frage ist halt immer, nicht kann ich ihn fighten, sondern wie lange fight ich ihn bis... Wie lange kann ich ihn fighten, bis die Gegner da sind? Das ist immer so die Frage. Und die Antwort ist, die sind sehr schnell da. So. Leute, kann ich das hier wegmachen, ohne dass ihr sterbt? Wir sollten jetzt auf jeden Fall groupen. Das ist jetzt gerade, wer wird gecatcht, Simulator. Leute? Leute. Also ich würde mich nicht, ich würde nicht sagen, dass ich gecatcht worden bin. Aber hier, wie wäre es, wenn wir Darius jetzt einfach töten? Danke! Jetzt muss ich noch ein bisschen kurz überleben und mach nochmal so. Und dann mache ich so und dann mache ich, oh, jetzt bin ich eventuell tot, aber dann gehe ich erstmal raus. Oh shit, wer ist sie denn? Die ist hochgenockt. Ich lebe immer noch, weil ich bin Darken. Das ist cool. Die Frage ist, wir haben Ocean Drake. Ich heile mich einfach ein bisschen. Und dann gehe ich gleich wieder rein. Wir warten noch eine E. Oh, hier sind Melonen. Melonen. Ja, lass mich Melonen essen. Snack. So, jetzt bin ich wieder ready. Bin wieder ready. Ich bin Darken. Guten Tag. Einmal bitte die Guten Tag Karten. Yo. La 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 la. Lalala. Ohne Witz, ich, Leute, also, ne, ich war 0-3, ihr müsst einfach nur Bock haben, das ist immer das Wichtigste, ja, Lasperre, haben wir genug Damage für den? Aber in der Mitte ist eh nichts zu holen. Ich weiß nicht,
We have enough damage? Fragezeichen. Das Gute ist, ich frage immer Dinge, so kann man nachher nicht sagen, ja, wow. Ne, ich frage Dinge. Und jetzt, ne, wenn wir den jetzt nachher nicht kriegen, dann kann ich sagen, wow, schlechter Call oder so. Ich habe gefragt. Ja, Nami! Helf mal, wir brauchen hier jeden Damage. Oder Tank wenigstens. Wenn Nami smart wäre, wird sie tanken. Wenn Nami richtig smart wäre, weil der tankt, kriegt weniger Damage. Macht weniger Damage. 70% oder so. Kommt schon. Schneller. Wäre Nami smart, würde sie tanken. Aber das, da muss man, glaube ich, eine gewisse Elo für haben, um smart zu werden. Ich weiß es nicht. Das war auch smart, weil die Gegner haben nicht gesehen, dass ich geflasht habe. So, wir haben sehr viel Geld. Thornmail ist da. Wir sind Vollbild-Brodis. Machen wir das hier. Let it go. Let it go. Da kennt ihr noch damals die Zeit, wo ihr 3 Pots reinknallen konntet und einfach so ein Leuchtmagnet seid. Wart, wurdet. Wart, seid, wurdet, wurdet, wart, seid. Ich bin jetzt Turbo-Tanky. Ich bin wie Darius. Nur krasser. Ich bin Turbo-Tanky, mach sau viel Damage. Und bin unsterblich. Mach aber sau viel Damage. Ich bin wie Mundo. Ich bin alles. Ich bin alles. Okay, Amumu geht für den Split-Push Top-Lane. Können wir nicht jetzt hier einfach fighten? Cassio kann Amumu. Leute, lasst mal alle. Oh ne, lass Drake machen. Drake, erstmal für Drake. Wir können aber trotzdem kurz noch eben kurz hier in den Tower zerprügeln, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht. Macht aber nicht genau. Man muss nicht immer diven. Man kann auch manchmal einfach nur den Tower machen. Und jetzt den Drake, Leute. Ich würde den echt gerne haben. This Drake. Machen wir nochmal eins rein. Doppelt halt besser, sagt man sich auch immer. Wenn jetzt jemand kommt, mache ich den Interrupteur. Der Interrupteur. Doch nicht. Frage, Möglichkeit ist natürlich, dass Amumu immer den Steal. Das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht engage er mich aber. Wäre jetzt nicht zu schlimm. Also, mein Zweit macht 1000. Rauslocken. 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 Dankeschön. Okay. Leute, ja oder nein? Ja, nein, vielleicht. Können wir den nicht töten? Hat der jetzt keinen Damage bekommen? Guck mal, der ist einfach tot. Und jetzt mache ich den Drake und smite den bei 800 Leben. Jetzt gehe ich für K later. Ich bin doch wieder da. Und da, ja, ich gehe hier durch. Mich kann nichts aufhalten. Ja, das war's. This it was, I think. Amumu. XD. XD. Ah, herrlich. I think it's Hurley. Jungle Differenz, ja. Yeah. Huge Jungle Differenz. Ja, yeah, I think too. Oh, scheiße. Macht ja kein Damage. Hyundai! Yada! Okay. Leute, ich stand 0-3 und stehe jetzt 15-10. Klar, 10 tot, aber Leute, ich habe den Scheiß gecarried. Ich habe den Scheiß getragen. Habe ich gemacht. Wollen wir kurz mal... Was ist denn? Ah, shit. Wollen wir kurz... Wo ist es denn? Hilfe, ich find's nicht. Da nicht, da nicht. Da nicht. Da nicht. Da. So, gucken wir mal eben kurz. Damage? Also Cassio hat den meisten gemacht. Twisted war auch nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall Cassio honoren, glaube ich. Sie war gut. Ja! Also nicht Full Tank, aber ne? Und Damage gemacht. XD, Leute. X fucking D. Jungle Differenz. Was soll ich sagen? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen und later!